Wieso darf man den Mushaf nicht ohne Wudu anfassen? Das ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Aber meine Meinung, die Meinung, die ich von den Gelehrten vertrete, ist, dass man ihn auch ohne Wudu anfassen darf. Aber als Ehrung für das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sollte man dieses Buch nur anfassen, wenn man gereinigt ist. Ja, Ilahi, خذ بقلبي من رشاد.